Hallo und Gesang zu einer neuen Checkliste. Heute schauen wir uns an Immortal Cities, Children of the Nile oder Kinder des Nils, wie es auf Deutsch heißt. Und das Spiel ist von Tilted Mill. Und ich glaube, das solltet ihr inzwischen kennen. Tilted Mill hat uns auch unter anderem Cäsar 4 beschert und Kinder des Nils ist in einem ähnlichen Genre angesiedelt. Also Stadt-Bauspiel trifft es eventuell am ehesten. Wobei Kinder des Nils ein paar Dinge sehr, sehr anders macht, sehr angenehm anders macht. Und damals, wo es rausgekommen ist, 2005, ist es, glaube ich, an sehr vielen vorbeigegangen, weil es irgendwie nicht so zugänglich war. Also die Lernkurve der im Spiel ist sehr, sehr steil, aber wenn man da mal reinkommt, macht es sehr viel Spaß und man kommt schwer wieder los. Ich muss zugeben, habe nie sehr viel Kinder des Nils gespielt. Ein bisschen schade drum eigentlich, weil jetzt, wo ich kurz eine Proberunde gespielt habe, habe ich mich erinnert, dass es mir eigentlich sehr gut gefällt. Und wer weiß, vielleicht nach der Checkliste spiele ich ein bisschen, zwar nicht als Let's Play, aber offscreen, weil, kleiner Minuspunkt beim Spiel, meiner Meinung nach zumindest, es zieht sich zum Teil ein bisschen. So. Das ist jetzt hier die Enhanced Edition von 2008, also 3 Jahre später rausgekommen. Ist eigentlich nichts anderes wie ein großes Update. Einiges an Bedienkomfort und Kompatibilität verbessert und glaube ich auch ein paar neue Spielelemente dazugekommen. Ein Add-on gibt es übrigens auch, das werden wir uns aber nicht anschauen, weil das ist nur eine neue Kampagne, sonst nicht wirklich viel. Und wenn das Spiel gefällt, ich sag's gleich, ist sehr, sehr günstig zu haben mittlerweile. Die Enhanced Edition plus das Add-on zusammen, gerade mal um ja, 6, 7, 8 Euro, je nachdem wo. Und dann bei GOG gibt es zum Beispiel auch komplett kopierschutzfrei und mehrsprachig, kann ich absolut nur empfehlen und pack den Link natürlich mehr als gerne in die Videobeschreibung. So, durch die Spieleinstellungen rauschen wir ganz schnell durch. Wie zu der Zeit üblich, hat man einiges einstellen können und auch so runterdrehen, dass es auf einem etwas einfacher gestrickten Rechner auch noch gut läuft. Und sehr löblich natürlich, wenn es auf 16:9 und HD und so weiter auch funktioniert, weil, wie ihr jetzt vielleicht seht, die schwarzen Balken rechts und links, die Einstellungen von der Grafik gelten nur fürs Spiel selbst, nicht fürs Hauptmenü. Ja, hier auch nichts Besonderes zu sagen und ebenso hier nicht. Das eine sehr, sehr tolle Funktion, Linkshändermaus, großes Lob für das. Und Autosave haben wir auch, lasse ich jetzt mal aus, weil das Spiel hat ein kleines Problem, nämlich es lässt sich nicht sehr gerne aufnehmen, wenn man lädt, wenn man autosaved und so weiter, dann bricht die Aufnahme irgendwie ab und deswegen probiere ich da so wenig wie möglich, naja, dem Spiel eben eine Chance zu geben, uns da zu stören. So, am Moment, bevor wir losspielen, sollte man noch den Button hier nicht außer Acht lassen. Es gibt ein Szenario- und Kampagnen-Editor, da auch immer sehr großes Lob von mir, wenn das die Entwickler mitliefern. Entsprechend gibt es auch einiges an User-Content, wenn man sich ein bisschen umschaut. Im Internet findet man da einiges, zum Beispiel eben Szenarien. Das hier sind die, die schon mitgeliefert werden, kann man sich aber auch welche runterladen. Sehr abwechslungsreich und nach der Kampagne ist hier noch für einiges an Stunden Spielspaß gesorgt. Lernen kann man es auch, sprich ein Tutorial wäre auch sehr zu empfehlen, muss ich sagen. Also das Spiel, wie schon eingangs gesagt, hat eine sehr steile Lernkurve, also dass man da keinen Frust hat, rein mit ausprobieren, kommt man vielleicht durch ein paar Missionen, aber irgendwann dann wird es schwierig, weil ein paar Spielelemente sind einfach komplett anders und man kennt sie so kaum von anderen Spielen und das Feedback vom Spiel ist halt zum Teil auch, naja, sagen wir so, man muss es zumindest verstehen. So, wir spielen aber die Kampagne, in dem Fall die große Kampagne, schauen wir mal rein, kann man sich immer schön aussuchen, will man mittelschwierig oder einfach eine Mission angehen. Hier in dem Fall, so schaut es ganz am Anfang aus. Wir werden allerdings ein bisschen weiter reinladen, wo ich schon 2-3 Missionen gespielt habe, damit ich auch noch ein zusätzliches nettes Feature von dem Spiel zeigen kann, was man jetzt bei einer neuen Kampagne nicht sehen würde. So, und weil eben wie gesagt beim Laden es ein bisschen Probleme gibt, unterbreche ich ganz kurz die Aufnahme und wir sehen uns gleich. So, schaut nicht viel anders aus, ist es aber. Wer genau aufgepasst hat, der sieht's. Die Städte sind ein bisschen anders positioniert, zumindest hier. Diese sollte es sein. Und schauen wir mal rein. Die werden wir nämlich noch nehmen. Einfach ist, glaube ich, zum Herzeigen gut geeignet. Das Mittlere Reich. Jetzt ist die Zeit für große Träume und mutige Taten gekommen. Bereichern Sie Ihr Königreich durch ein großes Projekt. Mach mal.
Nachdem die Einheit und der Wohlstand wiederhergestellt sind, bricht für Ägypten jetzt die Zeit großer Forschungsreisen und fantastischer Projekte an. Euer Volk brennt darauf, euch zu dienen und die Welt nach eurem Entwurf zu formen. Der Nil ist lang und die Welt ist überwältigend groß. Viele unbekannte Gegenden warten darauf, erforscht zu werden. Überall bieten sich neue Gelegenheiten. Sammelt eure Ressourcen in der Ferne und lasst eure Hauptstadt wachsen. Werdet ihr die Mauer des Prinzen errichten, um eure Grenzen nach Asien zu befestigen? Oder geruht der Pharao, Kanäle im Fayum anzulegen, um neues Ackerland zu gewinnen? Mit eurer starken Hand werdet ihr Ägyptens Schicksal für die Ewigkeit bestimmen. Schauen wir mal, was könnte man denn oder was soll man denn machen? Bauen Sie die Prinzmauer oder graben Sie einen Kanal? Kümmern Sie sich um die libyschen Plünderer und bauen Sie ein Monument für Hathor. Ja, und wer sich halbwegs gut auskennt in der ägyptischen Kultur und oder Mythologie, der kann natürlich mit den ganzen Göttern hier ein bisschen mehr anfangen wie ich. Da war mein Interesse und meine Faszination nie ganz so groß. Also da gilt nicht nur, dass ich das Ganze vermutlich falsch ausspreche wie üblich, sondern einfach auch keine Ahnung habe, wer dafür was genau zuständig ist. Zum Glück kann man ein paar Dinge auch nachschauen. Na, noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir können reinstarten. Und ich heiße euch herzlich willkommen am Nil im alten Ägypten, wo wir unser künftiges Reich aufbauen werden. Die Karten immer relativ groß, also ich bin hier ziemlich zufrieden bis jetzt gewesen mit der Größe und vor allem sehr, sehr abwechslungsreich. Also eine Menge Ressourcen und Rohstoffe, auf die man schauen muss. So, ich schalte mal kurz auf Pause. Sieht man hier auf der Minimap auch schön die einzelnen Farben. Mal ein bisschen umschauen, was haben wir hier zum Beispiel? Quarz, da haben wir Basalt. Was gibt's noch? Papyrusschilf, da unten sehe ich, glaube ich, noch... Genau, Akazienbäume braucht man für Möbel zum Beispiel, Granatäpfel, Flachsfelder, also alles Mögliche. Und anhand von dem sollte man natürlich auch ein bisschen sich überlegen, wo man die Siedlung baut. Und ein zweites wichtiges Element ist das Gebiet hier, was hier gerade so schön überschwemmt wird, eben das Überschwemmungsgebiet, in dem in der zweiten Jahreszeit dann die Nahrungsmittel angebaut werden. Jetzt momentan sind wir in der ersten Jahreszeit, die Überschwemmung eben, und dann gibt es einen Anbau und dann gibt es noch eine dritte, nämlich die Ernte. Also drei Jahreszeiten sozusagen hier in Ägypten anstatt der üblichen vier. Wo lassen wir uns denn nieder? Ich würde sagen, hier am Rande der Wüste macht sich unser Palast, glaube ich, sehr, sehr gut. Mit dem starten wir mal. Findet man hier unter Nichtregierungseinrichtungen, natürlich unter Unterkünfte. Den legen wir mal fest. Ich würde sagen, der kommt hierhin. Kann man natürlich schön drehen, sogar in 45 Grad Schritten, nicht nur 90, die Straßen allerdings leider kann man nur im 90 Grad Winkel bauen. Ja, mit dem Palast allein ist nicht getan. Wir brauchen ganz, ganz dringend Adlige. Die sind mal, naja, der Grundstock wäre jetzt eigentlich falsch gesagt, aber die sind auf jeden Fall mal wichtig, weil umso mehr Adlige wir haben, umso mehr Bauern haben wir im Endeffekt auch. So, unser Palast wird schon gebaut. Schauen wir mal hier. Da sollte man das sehen. Momentan farmen maximal 0, weil wir einfach noch keine Adligen haben. Aber den Moment, wo die hier fertig sind, ich werde mal auf ein bisschen Tempo gehen, wird man gleich sehen, zumindest sobald hier auch Adlige einziehen, dass die eben Getreide oder ähnliches anbauen wollen. Und für das braucht man eben Bauernhöfe. Die könnte man im Prinzip auch schon in Auftrag geben. In der Zwischenzeit, warum nicht? Findet man hier Landwirte, Bauern und eben in der Nähe des Überschwemmungsgebietes wird sich das natürlich relativ gut anbieten. Mal schauen, wie viel braucht man, den bauen wir mal. Einfach ein paar mal gut schätzen, werden wir dann gleich sehen. Wenn es zu viele sind, auch kein Problem. Es werden dann einfach nicht alle bezogen. So, die Hütten hier übrigens, da wohnen unsere ganz normalen, naja, Dorfbewohner, die dann entweder nach und nach in eben zum Beispiel einen Bauernhof umziehen oder ähnliches, beziehungsweise kommen dann auch nach und nach neue Dorfbewohner hinzu. So, dann drehen wir nochmal auf. So, unser erstes Stadthaus ist fertig. Hier wohnen dann zumindest gleich mal Adelige und dann, ja, sieht man es eben hier schon, maximal 6 Farmen im Moment.
sollte dann nach und nach auch steigen. Ja, und die haben Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse haben die? Das erste ist natürlich mal Nahrung. Für das wurde auch schon langsam gesorgt. Hier sieht man auch, die Überschwemmung geht zurück. Jeder Tag, also jede Jahreszeit so, dauert einen Tag und am nächsten Tag dann wird eben angebaut. Die wollen aber nicht nur Nahrungsmittel haben, die wollen auch zwei andere Dinge. Kann man hier mal anklicken, sobald sie da sind. Ich lasse einfach ein bisschen vorlaufen. Wie gesagt, oder wie schon oft erwähnt, soll es natürlich kein Tutorial für das Spiel sein, weil einfach so vorlaufen lassen, ohne in der Zwischenzeit was zu tun, ist nicht unbedingt immer die beste Lösung. Ich mache das nur, damit ich es schön erklären kann. So, hier sieht man es eben. Nahrungsmittel, einfache Waren und Luxuswaren in diesem Falle. Die einfachen Waren werden von einfachen Ladeninhabern produziert und die, je nachdem, was sie eben produzieren, brauchen gewisse Rohstoffe. Ich klatsche jetzt hier einfach mal mehr oder weniger irgendwo vier von denen hin. Wie viele verschiedene gibt es? Wohl, vier. Genau, und wenn man sie einfach so hinbaut, dann produzieren sie, was sie gerade wollen. Oder man kann per Rechtsklick auch zuweisen und sagen, ja, einmal Matten, einmal Körbe, einmal Leinen, einmal Töpferwaren, damit das schön unterschiedlich ist und damit hier ein gutes, unterschiedliches Angebot herrscht, wird man hier auch nämlich dann sehen, wenn man da drüber fährt, was die hier haben. Warten wir, bis die gebaut sind. In der Zwischenzeit sorgen wir auch für Luxuswaren. Da werden wir das ähnlich machen. Ich stelle hier einfach mal ein paar Läden auf und werde schauen, dass die alles was Unterschiedliches produzieren. Schmuck, Parfum, Sandalen, Skulpturen, Möbel und Kosmetika. Möbel zum Beispiel haben wir vorher schon gesehen. Na, da braucht es eben in der Nähe Akazien, beziehungsweise in der Nähe muss es gar nicht sein. Die laufen auch ganz schön weit, allerdings umso näher natürlich umso besser, weil sie eben nicht so weit laufen müssen. Und auch die Ladeninhaber, genauso wie die Bauern, haben eben ihre Bedürfnisse, allerdings ein bisschen weniger wie die Adeligen. Die Bauern, hier sieht man zum Beispiel, wollen nur einfache Waren haben. Ja, hier wird auch schon angebaut. 14 Farmen maximal können wir haben, das heißt, wir werden noch ein bisschen aufstocken. Und eine weitere wichtige Ressource, für die man relativ am Anfang sorgen sollte, wie ich finde, sind Ziegel. Deswegen werde ich gleich ein paar Ziegelmacher hier hin platzieren, die in der Nähe von diesen braunen Gebieten hier, dort werden eben Ziegel produziert. Und das waren jetzt alles noch Gebäude, die selbst keine Ziegel benötigen. Die kommen aber dann nach und nach. Ja, die königliche Familie ist auch schon unterwegs, betrachtet ihr Reich. Sehr schön. Und unsere Adeligen, die werden keine Ruhe geben, die werden noch ein paar Sachen haben, nämlich, schauen wir mal, wollen die unter Umständen Diener, die ihnen die Einkäufe oder ähnliches erledigen. Werden wir ihnen mal zwei bauen. Wird demnächst bezogen. Und es wollen auch Feste gefeiert werden, entsprechend braucht man auch noch Künstler. So, haben wir das mal geschafft. Und eben, die wollen alle eben was essen, die wollen alle versorgt werden mit diversen Waren. Entsprechend kann man hier nicht einfach so viel hinbauen, wie man will, sondern muss wirklich dafür sorgen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Element, wie viel Nahrung man hier anbaut bzw. produziert pro Jahr. Die wird dann auch gelagert bzw. weiterverarbeitet. Weiterverarbeitet in Bäckereien, die brauchen eben dann schon Ziegel, hier steht es, 10 Ziegel, werden wir uns dann gleich anschauen, weil Nahrung ist neben Ziegel eins der Hauptelemente oder eins der Haupt, wie soll man sagen, Zahlungsmittel in dem Spiel, weil man eben zum Beispiel die ganzen Regierungsangestellten mit Nahrung bezahlt und auch ein paar Dinge auf der Weltkarte, ein paar Weltmissionen unter anderem mit Nahrung erledigen muss. So, unsere Ziegelmacher wollen eventuell die Ziegel auch irgendwo ablegen. Muss ich mal ein bisschen schauen. Darum bauen wir ihnen einen Ziegelhof. Hier werden die dann zentral gesammelt. Schauen wir mal. Es fehlt an einfachen Waren und Luxuswaren. Das ist am Anfang aber immer so, bis hier die Produktion mal anläuft. Hier heißt es, keine zu verkaufen. Keine. Liegt aber einfach daran, dass sie noch keine Zeit hatten, was zu produzieren. Okay, haben wir mal das. Jetzt gibt es aber weitere Bedürfnisse, die sind, dass ich noch zusammenbringe, beziehungsweise können wir hier schauen, ist Gesundheit, dann wollen sie beten, also ein bisschen
ihren Göttern huldigen. Irgendwann wollen die Adligen auch begraben werden und eventuell gibt es Sicherheitsprobleme, Unterhaltung, für die haben wir zum Teil schon gesorgt mit dem Künstler. Und naja, Regierungsprobleme, die hatte ich bisher noch nicht, also kann ich euch jetzt auch nicht genau sagen, was das für Probleme sein könnten, aber lassen wir uns mal überraschen. So, mit was fangen wir an? Naja, eventuell bauen wir uns, wenn wir schon von Gesundheit sprechen, ein Krankenhaus. Und das Krankenhaus hier braucht jetzt 35 Ziegel. Ziegel produzieren wir mittlerweile sehr schön. Haben wir schon 10 Stück auf Lager, sieht man übrigens auch da links unten. Und für das brauchen wir jetzt auch wieder einen eigenen Arbeiter und das ist der Maurer. Der sorgt dafür, dass eben diese Gebäude gebaut werden. Schleppt hier die Ziegel von dort nach dort und wenn genug da sind, wird das Gebäude einfach gebaut. Das Krankenhaus, aber genauso wie andere Einrichtungen, wie auch Schreine, Tempel, eigentlich alle, die hier unter Priesterschaft stehen, die brauchen auch wieder einen eigenen Arbeiter und das ist der Priester. So, haben wir hier unter Bildungselite Wohnhaus des Priesters. Und der Priester, das ist jetzt eben ja, einer aus der Elite und von denen können wir nur eine begrenzte Anzahl haben. Und das sieht man wiederum hier. Wir können maximal 4 von diesen im Moment haben. Und wie steigern wir das? Indem wir unser Prestige steigern. Da wären wir jetzt wieder beim nächsten Element von dem Spiel. Unser Prestige steigern wir. Was können wir alles machen? Wir können Grabstätten errichten, ein bisschen für Propaganda sorgen. Wir können Statuen bauen, Paläste bauen, Taten vollbringen. Oder wenn irgendwelche besonderen Ereignisse auftreten, kann das auch unsere Prestige steigern. Und eben umso höher das wird, umso mehr von diesen Angestellten, von diesen Elitebürgern können wir dann haben. So, das ist mal, glaube ich, in Arbeit, genau. Können wir mal schauen, eventuell hier ein bisschen aufstocken. Unsere Ziegelhersteller, aber im Moment, glaube ich, passt das halbwegs gut. Wie schaut es mit der Nahrung aus? Sollte man hier sehen. Wir haben 288 geerntet, 67 brauchen unsere Arbeiter. Das heißt, eigentlich sollte man einen Überschuss produzieren, den dann unsere Leute nach und nach zusammen essen. Sieht man hier auf dem Dreschplatz, da wird das gesammelt. Und eben nach und nach zusammengefuttert, wenn wir eben nicht Folgendes machen, nämlich eine Bäckerei bauen. Wo platzieren wir die denn vielleicht irgendwo? Ein bisschen in die Nähe von der Nahrung. Und in der Bäckerei wird eben ein Teil der Nahrung umgewandelt und dann in unseren Lagern gelagert. Und wir können dann mit dem eben unsere Regierungsangestellten zahlen, beziehungsweise etwas größere Taten vollbringen. Auch die Ballast-Upgrades zum Beispiel, wenn man hier mal rechts klickt, sieht man eben, kostet eine gewisse Anzahl Nahrung und eine gewisse Anzahl Ziegel. Würde übrigens auch das Prestige steigern. So, das wird noch einen Moment dauern. Würde ich sagen, schauen wir uns in der Zwischenzeit mal auf dem Weltlevel um. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo ich vorher gemeint habe, es ist relativ wichtig, dass man ein bisschen später in die Kampagne reinlädt, weil die ganzen goldenen Dinge hier, das sind Sachen, die wir vorher schon gespielt haben. Und das finde ich sehr schön, dass das mit einfließt ins Spiel. Eben zum Beispiel das hier war meine Hauptstadt von mir, hier begann die lange Reise, heißt es. Hier hatte ich schon meine Hauptstadt, da oben habe ich einen Tempel gebaut. Also das ist sehr schön, dass das mit dabei ist. Und die ganzen anderen Dinge hier, was ist das alles? Hier diese Falken, glaube ich, sollen das sein. Das sind Plätze, die man erforschen muss, um dann weitere Dinge aufzudecken und das kostet dann auch entsprechend. Hier in dem Fall zum Beispiel kostet es einfach eine gewisse Menge Rohstoffe, die man ansammeln muss, Ziegel, Papyrus und Nahrungsmittel. Da wiederum braucht man Nahrung und einen Abgesandten. Abgesandte bekommt man auch nach und nach dazu, umso berühmter und populärer das Reich wird. Und was haben wir noch? Ja, diverse Bauplätze, zum Beispiel hier für einen Steinbruch, wenn man den erschließt, kann man sich dann eben über den Nil Steine raufliefern lassen. Da gibt es einen Basaltsteinbruch, das ist ein Obeliskensteinbruch, ein Stelensteinbruch. Hier gibt es Kalkstein, Feinkalkstein, die zwei braucht man, um Pyramiden zu bauen. Da ist eine weitere Hauptstadt momentan. Ah, na, das ist unsere Hauptstadt. So, hier die Prinzmauer, von der war ja auch schon die Rede. Die muss man auch dann regelmäßig beliefern, dass die auch steht. Und da haben wir gewisse
Städte, mit denen man zum Teil einfach auch handeln kann, denen schickt man irgendwas Bestimmtes und was anderes bekommt man zurück. Und die ganzen Dinge hier, mit denen man handelt, sind eben dann zum Teil welche, die man hier auf der eigenen Karte nicht hat. Also wir haben ja in dem Fall hier zum Beispiel einen Basaltsteinbruch, also Basalt müssen wir uns nicht kümmern, aber sonst Kalk habe ich nichts gesehen, das heißt, den müssen wir sowieso importieren. So, wo sind wir denn gerade? Unser Priester ist immer noch nicht fertig. Warum? Unsere Ziegeleien arbeiten einfach ein bisschen zu langsam. Oder, was selten aber doch passiert, ein kleines Problem von dem Spiel ist die Wegfindung. Die ist wirklich nicht besonders gut und mir ist es mehr als einmal schon passiert, dass irgendwer hier hängen bleibt unterwegs. Aber, naja, schaut so aus, als hätte unser Maurer das doch geschafft. So, ganz wichtig auch, darf man auch nicht vergessen, sollte man sich möglichst schnell am Anfang vom Spiel schon drum kümmern. Unser Pharao wird immer älter und wird irgendwann sterben und wenn der nicht vernünftig beerdigt wird, dann schaut es schlecht aus mit unserer Dynastie. Da hat man verschiedenste Möglichkeiten, den zu beerdigen. Entweder in diesen Masterbus sind so, ne, sind das Steingräber, ich weiß es nicht genau, man baut sie aus Ziegel. Oder eben natürlich Pyramiden in den verschiedensten Formaten, von sehr klein bis sehr groß. Die entsprechend natürlich auch, wenn man hier drüber fährt, diverse Rohstoffe brauchen. Und gerade zu Beginn hat man die ja nicht. Darum baue ich ganz gern zum Starten mal so ein Ding und kann hier auch per Rechtsklick festlegen, dass hier nur der Pharao beerdigt werden soll. Rechtsklick in dem Spiel übrigens sollte man öfter verwenden. Hier zum Beispiel auch kann man bestimmen, was genau angebaut wird. Gerade Weizen, das ist das, was in die Bäckerei gebracht wird und dann umgewandelt wird eben in unsere Nahrungsmittel, die wir dann für die Zahlung verwenden. So, Priester, der ist fertig gebaut, wird auch bald ankommen. Das nächste ist dann das Krankenhaus fällig. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall gerade jetzt am Anfang noch ein paar Ziegelmacher. Das hier sind momentan kleine Anwesen, die werden sich auch noch vergrößern und entsprechend wir mehr Bauernhöfe unterhalten können. Oder natürlich alternativ baut man einfach weitere Adeligenhäuser. Das geht auch, wenn man sich sicher ist, dass man die versorgen kann. Momentan fehlt es ihnen immer noch an einfachen Waren und Luxuswaren und vor allem würde jetzt auch, wenn man hier schaut, bald andere Probleme losgehen, eben mit Kultur, mit Gesundheit und so weiter und so fort. Ja, und Priester zum Beispiel kann auch nicht jeder werden, sollte man auch noch dazu sagen, sieht man hier, wir brauchen Absolventen, haben wir momentan null. Absolventen sind Kinder von zum Beispiel Luxuswaren-Ladeninhabern, dass ich es rausbringe. Also der hier wäre zum Beispiel so ein Kandidat, der eventuell ein Absolvent in der Schule wird. Für das braucht man natürlich vorher überhaupt mal eine Schule, also deswegen das auch eine gute Sache gleich am Anfang zu haben. Okay, so, wo machen wir weiter? Ich würde sagen, machen wir an der Stelle vielleicht eine Pause, kleinen Schnitt und dann spielen wir noch etwas weiter und schauen uns an. Es gibt hier doch noch einiges an Gebäuden, die wir nicht gesehen haben, die gehen wir auch noch ein bisschen durch. Machen wir wieder mal so eine zweiteilige Checkliste. Ich glaube, da eignet sich Kinder des Nils eigentlich ganz gut. Ja, dann sage ich bis gleich und der Link zum zweiten Teil sollte jetzt eh rechts oben erscheinen. Und ich wünsche alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.